Im heutigen Video möchte ich dir eine der wichtigsten und relevantesten Parfumreihen der letzten Jahre vorstellen. Das ist nämlich die Viktor & Rolf Spice Bomb. Welche dieser ganzen Versionen für dich am besten ist, für welchen Anlass und für wen die wirklich zu empfehlen sind, dazu heute mehr im Video. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Jan und die Viktor & Rolf Spice Bomb, ich habe hier gerade so viel in der Hand. Das ist wirklich ein Duft, der ist einzigartig. Er baut auf Zimt auf, ich lege das Ganze jetzt einfach mal schön ab, auf Zimt auf, super viel Tiefe, Würzigkeit und ist einfach für seinen Komplimentfaktor und auch die raumfüllende DNA bekannt. Es gibt jetzt wirklich viele aus der Reihe, zum Beispiel das Originale, die Extreme-Version, Infrared oder Toilette oder Parfum, aber auch Night Vision in zwei Varianten. Ich gehe dafür im heutigen Video einfach jeden Duft einzeln durch, erzähle die Stärken und Schwächen und werde dir unten natürlich auch die Sprungmarken setzen, falls du dich für einen oder bestimmte Versionen am allermeisten interessierst. Anfangen möchte ich jetzt erstmal mit der originalen Viktor & Rolf Spice Bomb, die seit 2012 auf dem Markt ist. Und dieser Duft hat damals relativ viel verändert, denn zur damaligen Zeit war es relativ üblich, dass diese ganzen würzigen, zimtigen, auch tabakigen Düfte eher dicht sind. Wir erinnern zum Beispiel an Tobacco Vanille oder auch an Harrod. Ich glaube, der ist ein paar Jahre später rausgekommen, ne? Aber zu der Zeit war es einfach so, dass oftmals würzige Düfte einfach intensiv dicht und schwer sein müssen. Die Spice Bomb hat das ganz anders gelöst, denn die Spice Bomb in allen Varianten ist ein super leichter, super airy Duft, der wirklich nicht penetrant ist, aber trotzdem den ganzen Raum relativ schnell füllt und die ganze Zeit so eine weihnachtliche, zimtige Stimmung verbreitet. Und das macht der Originale mindestens genauso gut wie seine ganzen Flanker. Er ist ein bisschen leichter, er ist ein bisschen zittriger und ihm fehlt so ein bisschen die Schwere. Also während die anderen Varianten oftmals fruchtiger, schwerer, zimtiger sind, ist das hier eher ein würzig, leicht orientalischer Duft, der wirklich trotz seiner leichte immer noch eine sehr gute Haltbarkeit hat. Erwarte hier bitte nicht, dass der schwach ist oder dass der nach 3, 4, 5, 6 Stunden irgendwie weg ist. Der hält auch Ewigkeiten, mindestens einen Tag lang, ist aber, und das möchte ich natürlich auch nicht unterschlagen, nicht so intensiv wie seine Flanker, Infrared oder auch zum Beispiel die Extreme-Variante. Für mich besticht er einfach mit der tollen Preis-Leistung, mit dem unaufdringlichen Charakter und ist für mich auch die Spice Bomb, die am prototypischsten diesen Zimt umsetzt und wirklich den Kern der DNA bildet, die man in allen immer wieder findet. Und auch wenn ganz selten über diesen Duft gesprochen wird, kann ich wirklich sagen, teste ihn mal. Ich glaube, es ist zwischen dem Extreme und dem Originalen wirklich einfach eine Präferenzfrage, welcher dir besser gefällt. Beide projizieren gut, beide haben eine gute Haltbarkeit und beide sind immer noch eine Spice Bomb. Das heißt, einfach tolle, hochwertige Düfte. Die nächste Spice Bomb habe ich gerade eben schon ein paar Mal erwähnt. Das ist nämlich die Extreme-Variante. Der Duft ist 2015 rausgekommen und ich sag mal, hat der ganzen Reihe nochmal die Krone aufgesetzt. Das ist ein Duft, der ist noch intensiver, noch stärker und hier gehen wir langsam in diese Richtung, die ich gerade eben schon erwähnt habe. Schwer, tabakig, tief und eben noch würziger und noch süßer. Mich erinnert diese zimtige Kopfnote hier oftmals wirklich an Milchreis und es hat eben wirklich so ein bisschen was zimtig, überbürdend, verbranntes. Das klingt jetzt erstmal schlechter, als es ist, denn der Duft ist wirklich zu empfehlen und er hat wirklich einen einzigartigen Charakter. Dazu muss man auch sagen, dass ich diese Tabaknote aus dem viel stärker rausrieche als aus dem Originalen und er dadurch einfach nochmal ein bisschen mehr an Tiefe oder an Schwere dazu gewinnt. Und ich glaube, deswegen ist es auch nach wie vor einer der Lieblingsdüfte, die jetzt im Herbst getragen werden. Auf Parfumo ist es wirklich immer so, dass jeden Herbst dieser Duft in die Top 10 spätestens einzieht und wirklich quasi alle diesen Duft wirklich abfeiern. Und das sehe ich auch in den Zuschauerkommentaren, dass gerade im Herbst viele einfach die Spice Bomb für die Qualitäten und für diese einzigartige DNA, die Spice Bomb Extreme hat, auch wertschätzen. Vor relativ kurzer Zeit, im Jahr 2021, kam dann ein neuer Flanker auf den Markt. Das war nämlich die Spice Bomb Infrared. Und die hat mich von Anfang an gefesselt. Ich sage es jetzt wirklich vorab, das ist meine Lieblings-Spice Bomb. Ich muss wirklich sagen, dass ich hier die Würze in Kombination mit dieser roten Apfelnote, mit der roten Beerigkeit so zu lieben gelernt habe. Erinnert mich immer an Weihnachtsmarkt. Er ist einfach nochmal ein bisschen mehr an Würze. Er ist ein bisschen mehr an Zimt, an Piment, an Gewürznelke und erinnert wirklich einfach an so einen Weihnachtspunsch. Vielleicht auch so ein bisschen Kinderpunsch. Er ist nicht ganz so alkoholisch, sondern eher ein bisschen fruchtiger. Und das ist wirklich ein Duft. Ich glaube, das ist bei allen, die den zum allerersten Mal riechen, die denken sofort, zack, Weihnachtsmarkt, Winter, Glühwein in der Hand und mit der Familie zusammenstehen. Das hat der Duft zumindest bei mir geschafft und ich glaube, dafür schätze ich ihn einfach so sehr, dass er einfach Erinnerungen irgendwie weckt und einfach ja so eine Emotion lostritt. Und ich glaube, das macht die Spice Bomb Infrared von allen, für mich zumindest am allerbesten. Und ist da wirklich immer noch mein Favorit mit einer auch ebenfalls sehr starken Haltbarkeit. Eigentlich sollte ich dieses ganze Video das Thema Haltbarkeit und Intensität rauslassen, denn dazu gleich vielleicht noch ein bisschen mehr. Alle sind so stark, alle sind so intensiv, dass man sich bei keiner Spice Bomb da eigentlich jemals Gedanken drüber machen muss. Bei der nächsten Variante, die rausgekommen ist, war ich wirklich überrascht, dass die so schnell rauskommt, nämlich jetzt im Jahr 2023 und natürlich auch, was da drin steckt. Das ist nämlich die Spice Bomb Infrared in der Eau de Parfum Version. Und eigentlich würde man hier erwarten, dass wir hier die originale Spice Bomb Infrared haben, mit mehr Würze, mit mehr, ich sag mal, Apfeligkeit, mit mehr Fruchtigkeit, aber ganz im Gegenteil, dieser Duft
Ist genau das Gegenteil. Denn wir haben hier eine tolle, ledrige Basis. Wir haben hier auch eine Duftnote drin, nämlich die Chili, die macht das Ganze so leicht stechend. Und für mich ist das so ein Tuscan-Leather ohne Leder. Der hat genau diese kantige Fruchtigkeit, die ich auch aus dem kenne. Und ich habe schon mal irgendwann im Video hierzu gesagt, dass er mich ganz stark an Tuscan-Leather und Oud Wood erinnert. Hier haben wir tatsächlich den Fall, dass wir hier sehr viel weniger Zimt mit drin haben. Ich habe es ehrlicherweise gar nicht rausgerochen. Und eine Spice-Bomb haben, die, ich sage es jetzt mal ein bisschen frech, eigentlich nicht so wirklich in die Reihe reinpasst, denn sie macht was ganz anderes als die anderen. Und ich habe schon ein paar Mal erwähnt, dass ich wirklich denke, dass diese Spice Bomb eigentlich ein ziemlich guter Büroduft ist. Denn er ist einfach elegant, hochwertig, trotzdem ein bisschen, ich sag's mal, frech, spritzig, fruchtig und so. Also einfach ein außergewöhnlicher, schöner Büroduft, der eben auch eher näher auf der Haut liegt und nicht so stark projiziert wie zum Beispiel das Eau de Toilette oder auch die Extreme-Variante. Aber zur Spicebaum-Familie gehören natürlich nicht nur die Extreme- und die Infrared-Variante, sondern natürlich auch der Night Vision, der 2019 rausgekommen ist. Dieser Duft ist tatsächlich ebenfalls so ein bisschen wie die Infrared- oder Parfum-Version nichts, was eigentlich so typisch in die Spice Bomb passt, denn ja, er ist schon würzig, er ist schon ein bisschen orientalisch, aber eigentlich ist es ein synthetisch blauer Duschgelduft. Wir haben hier tatsächlich was, was nicht per se schlecht ist, nur möchte ich dich davor schon mal warnen, falls du die originale Spice Bomb magst, falls du auch die Extreme-Version magst, ist das hier was, das aus dem Raster rausfällt, was mich eher an sowas wie Invictus erinnert, eher auch an Y oder so ein bisschen Dior Sauvage-mäßig, aber tatsächlich eher weniger an die originale Spice Bomb, weil wir hier auch wieder viel weniger Zimt haben, viel weniger Würze haben und eher so einen glatten, leichten, seichten Duft haben. Dafür schätze ich hier aber diese würzig-fruchtige Apfelige-Kopfnote zusammen mit eben dieser leicht orientalischen Basis. Ist auf jeden Fall was, was man nicht blind kaufen sollte, davor auf jeden Fall testen, weil wie gesagt, er ist was ganz anderes, aber in meinen Augen auf jeden Fall mal ein Test wert. Und ebenso ein Test wert ist natürlich auch die Eau de Parfum-Version, die 2020 rausgekommen ist. Dieser Duft ist schon eher was in Richtung des Originalen. Er ist ein bisschen tiefer, er ist ein bisschen würziger und einfach ein bisschen dichter und erinnert mich so ein ganz klein bisschen von der Süße, von der orientalischen Würzigkeit an den Azzaro The Most Wanted. Und wo der Azzaro The Most Wanted eher ein mandarinig, zimtig, tabakig, würzig-orientalischer Duft ist, muss man bei dem Night Vision Eau de Parfum sagen, dass wir hier keine Mandarinen-Kopfnote haben, sondern eben auch wieder eher so ein bisschen apfelig, ein bisschen fruchtiger, ein bisschen leichter und er hat auf jeden Fall seine Parallelen zu diesem Duft und ich liebe auf jeden Fall The Most Wanted, kann ich immer noch ganz klar empfehlen, aber er ist auf jeden Fall was anderes. Und kein Blindkauf, nur weil du das Originale oder auch die Extreme-Variante magst, hat das nicht unbedingt was mit dieser Night Vision-Version zu tun. Zusammenfassend möchte ich sagen, dass wahrscheinlich die aktuell besten Versionen, die du kaufen kannst, die Spice Bomb Extreme-Variante sind. Du bekommst hier einfach das meiste für dein Geld, am meisten Stärke, am meisten Dichte, am meisten Würzigkeit und Zimt und einfach einen ziemlich zuverlässigen Duft bekommst, der wunderschön riecht. Mein persönlicher Favorit hingegen ist die Infrared- oder Toilette-Version. Das ist einfach ein Weihnachtsmarktduft, wunderschön würzig, hat immer noch ein bisschen Zimtigkeit, Würze von dem Originalen mit drin. Macht aber so einen leicht anderen Twist, aber natürlich auch die Eau de Parfum-Version, die eher ein Büroduft ist, wirklich eher an einen hochwertigen Tuscan-Leather oder Oud Wood erinnert, als wirklich an so eine orientalisch würzige Ausgeh-Spice-Bomb, die dann doch eher, ich sag mal, eine starke Projektion hat, was die Eau de Parfum-Infrared-Version nicht hat. Ein bisschen aufpassen hingegen würde ich bei den Night Vision-Versionen, die sind nicht schlecht, versteht mich da bitte nicht falsch, aber sie sind einfach was anderes und man erwartet diese Düfte, diese ja eher leicht blau-aquatischen Düfte, nicht in der Spice-Bomb, sondern eher in so einer Acqua di Gio oder Dior Sauvage Richtung. Deswegen hier auf jeden Fall testet die, auf jeden Fall, aber kauft die bitte nicht blind mit der Erwartung, dass die so ähnlich oder genauso riechen wie die originale Spice Bomb Extreme Infrared oder Infrared Eau de Parfum. Ich hoffe, dass ich dir jetzt eine relativ kurze und knackige Zusammenfassung der Spice Bomb Reihe von Viktor&Rolf geben konnte. Schreib mal gerne in die Kommentare, was so deine Favoriten sind, ob du mir auch zustimmst, dass Extreme und Infrared wahrscheinlich die, ich sag mal, sichersten oder besten Varianten sind für Blindkäufer. Natürlich, falls du vor der Auswahl stehst, teste natürlich alle am besten in Person. Danke dir soweit fürs Zuschauen, like gerne das Video, falls es dir gefallen hat und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.